Da! Da kommst du! Du bist hier gerade reingeflogen, aber dann warst du wieder weg. Ich sehe gerade meine Oma. Ich habe keinen Job. Ja, ja, deine Mutter. Meine Mutter. Da fliegst du wieder. Manuel, bist du es? Ja. Omi, bist du es? Ja, ich bin's hier. So, du mal, komm mit. Oh nein, so was ist das? Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live. Leute, ich hatte es angekündigt, dass ich Manuel mal fragen wollte, ob er mit mir eine Runde Wobbly Live spielt. Und hier ist er. Manuel, ich habe schon eine Runde gespielt. Guck mal, ich habe so... Manuel? Oh, wow. Manuel, nein. Warte, ich bring dich ins Krankenhaus. Gib mir einen Job. Ja, warte. Den Job habe ich am Anfang auch verkackt, aber ich weiß jetzt, wie das geht. So, guck mal hier. Nimm mal den Job an. Ich hole uns ein Auto. Okay. Ja, ja, hier. Ach, guck mal, den haben wir jetzt beide, als ob. Komm rein. Get some jelly. Komm, komm. Bei mir bist du in keinem Auto. Ah, jetzt sehe ich das. Oh, ja, ja, hallo. Ja. Bist du eingestiegen? Ich bin unter dir. Nein. Egal, fahr. Geht. Ja, fahr einfach. Ja, ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Warte, warte. Als ob. Ich zeig dir, wo wir längs müssen. Ich bin einfach im Reifen. Also, ah, jetzt bin ich ja, raus. Ja, warte, komm. Okay. Ist ja geil. Die Mission, es ist unglaublich. Die habe ich am Anfang nicht geschafft. Ich habe... Ah, so, die ist aber weit weg. Ja, ja, aber die ist teilweise auch bei verschiedenen Sachen, sehe ich jetzt gerade. Das wäre reinfahren. Ja, so. Okay, jetzt können wir hier einsteigen. Ich hole ein anderes Auto. Hol du mal das Jelly. Okay. Ah, lecker. Ja, weil ich hole hier vorne. Ja, ja, damit. Das ist gut. Oh, Alter, ich kann ja richtig so. Als ob ich kann so richtig bouncen. What? Okay. So, ich komme mit unserem Cabrio. Da kannst du das reinwerfen. Genau. Okay. Hast du das Jelly? Ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob man das danach noch essen will. Ja, ja, hier andere Seite. Ach, da. Hey, ich hatte die Farbe von meinem Jelly. So, komm rein. Und dann schmeißt du es hier ins Auto. Ich hatte noch keinen Job. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Zug. Ja. Eine Zugfolge. Zugfolge. Warte, eine Zugfolge. Nein. Ja. Manuel. Jetzt packt der. Nee, oh Gott sei Dank, Alter. Der fährt weiter. Und nö. Ja, ja. Ich bin unterm Zug. Oh, ja. Und warte, ja, okay. Bis er weiterfährt. Ja, okay, warte, dann ich helfe dir. Ich kenne mich ja schon ein bisschen aus hier in dem Spiel. Ganz kurz zur Info, Leute. Schreibt gerne Tipps und Tricks, was wir machen könnten und so weiter in die Kommentare. Ich konnte noch nicht auf die erste Folge reagieren. Ah ja, so, steig ein. Ja, wo ist er denn? Ja, ich hab ihn hier zu unseren Füßen. Guck, da ist er in der Mitte. Ach da, hä, wie hast du das denn gemacht? Ich habe ihn reingeworfen ins Auto, ist ein Cabrio. Oh, was ist das denn? Oh. Wow. Sorry. Unangenehm. Ich kenne mich. Oh, nein! Nein! Er ist rausgeflogen. Wie ist das denn passiert? Oh. Ja, warte, komm mit, der ist nicht mehr weit. Hier. Wir machen, geben ihm den zusammen. Ja. Genau. Lass den Bonner mit noch aufwischen. Okay. Hallo, hier, nimm bitte. Ja! Geld. Meins. Was mache ich damit? Gebe ich es Oma? Nee. Pack's hier rein. Pack's, genau. Einfach. Ja, warte, ich. Warte, du musst es hier reinlegen. Ja. Mist, <voll dahin. lacht> Aber nee, jetzt fahren wir zum ATM. Ah. Und dann können wir die 10 Dollar. Ja, gut. Das wird jetzt schwer, ne? Ja, warte. Ja. Ah, danke. Das sind meine. Och, Mann. Ja, jetzt nehme ich noch die anderen. Nein. Hey. Hilfe! Halte den Dieb. Du kommst jetzt. Ja. Oh. Den. Okay. Und jetzt kann ich mir fette Kleidung kaufen. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es hier. Ah ja, hier gibt es, glaube ich, auch Fashion. Ja, du könntest jetzt hier, du musst nach hier hinten gehen und hier hinten kannst du dir was kaufen. Ah, warte, ich komme mit. Ja. Alter, ein Haikopf. Boah, hier gibt es schon coole Sachen. Oh. Aber ich spare mein Geld. Vielen Dank, Sir. Ich habe bereits sehr tolle Kleidung. Alter, das ist ja wie für mich gemacht. 160 Euro brauche ich. Ja, deshalb müssen wir Geld verdienen. Mann, okay. Ich weiß jetzt schon ganz genau, wie ich am Ende aussehen will. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich vertraue dir. Oh, aua. Hallo. Hallo, na? Haben wir auch andere Jobs? Ich sehe da eine Spitzhacke. Yes, man kann ganz viele... Wir können jetzt gucken, was wir für einen Job annehmen. Ich würde gerne Minecraft spielen. Okay, dann spielen wir Minecraft. Dann fahren wir zur Spitzhacke. Ich weiß nicht, was für ein Job das ist. Hätte man ein Haus kaufen können. Ja, ja, aber die kosten 700. Warte, hier ist eine Abkürzung. Okay, da wären wir runtergefallen. Kein Problem. Ja, dann würde ich, dann fahren wir ins Bergwerk. Weil ich weiß, es gibt auch, man kann wohl Pizzalieferant und da vorne war auch so ein Post Office, also so eine Poststelle, dann bist du Postbote. Also wir werden hier probieren, natürlich, möglichst geiles Geld zu verdienen, ne? Ich habe da auch eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle. Ja.
Woher hast du das Auto? Das habe ich geklaut. Warum verkaufen wir dann keine Autos? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Kannst du mir sagen, wo ich längs mal... Okay, guck mal, wir machen jetzt so einen richtigen Buddy-Tag, so einen Ausflug. Zwei Freunde, Alter. Das ist ja da ganz hinten, krass. Ist es noch weit? Ja, geht. Hälfte haben wir auf jeden Fall. Ah, sehr gut. Du musst gleich von der Straße abfahren. Auf so einen Landweg. Okay. Ich höre nur die Geräusche. Ja, ich habe mich vielleicht das ein oder andere Mal gedreht. Einfach weiter die Straße entlang. Mach ich. Oh, guck mal, jetzt wird es hier richtig winterlich. Ja, genau. Jetzt nach links. Ja. Und jetzt gleich siehst du den Landweg nach links. Da lang. Ich sehe ihn. Ja, okay. Und den einfach entlang fahren. Dann können wir es nicht verpassen. Ja, ich mal kurze Abkürzung. War ein kleiner Trick. Was? Der Flummi ist gejoint. Wer ist der Flummi? Hier ist irgendein random Spieler. Ich kenne niemanden, der Flummi ist. Aber willkommen, der Flummi. So, Mine. Die Wobbly Mine. Explore the mine to find ore. Ah ja. Krass. Hast du angenommen? Ja, habe ich. Okay, dann müssen wir rein. Wir müssen rein. Oh. Rück zwei. Zwei? Ah ja. Oh, mit Kraft. Okay. Ich bin mit Kraft. Jetzt? Mit Aber Kraft. Was? Wo ist meine Spitzhacke? Ich weiß es nicht. Ja, deswegen hätten wir das lesen sollen. Ah. Hast du eine? Ja. Hast du eine Spitzhacke? Ah, mit dem Dynamit. Sicher? Bestimmt. Ich versuch's mal mit der Spitzhacke. Okay. Ja, ich höre ein Geräusch. Ja, hab's abgebaut. Ah, sehr gut. Jetzt müssen wir das mitnehmen. Da, ja. Das sind die. Oh Gott, lauf weg! Hilfe! Toll. Sehr gut. Okay, zwei Stück. Okay, ich nehme den anderen. Und das dann, und dann werfen wir das hier rein. Genau. Hopp. Und. Ah, dann wird das da rein. Fünf Dollar. Schon. Ja, ja. Und dann vielleicht müssen wir hier das hier damit sprengen. Ah, ja. Das hier aufsprengen. Ja, oder es geht auch so. Man kann es auch so machen. Ach so. Ja, gut, ich spreng dann das hier. Oh, ich hab so Dias hier. Die sind noch krasser als die anderen Dinger. Okay. Ja, ich gehe auch rein. Ja. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde. Ach, guck mal, dann haben wir jetzt schon 10 Dollar gemacht. Dietrich ist auch gejoint. Wir joinen einfach Leute ins Spiel. Ich kenne die nicht. Ich wusste aber auch nicht, wie ich ein privates Spiel mache. Oh, hier ist auch nochmal. Da stand Friends Only. Hättest du einstellen können. Ach so. Schau mal, wie viel Geld wir jetzt haben. Alter. Rich Kids. Oh nein. Flummi ist bei uns. Ja, lass ihn doch. Der verarbeitet doch. Alter, ich hab hier unser Geld. Ich hab hier irgendwas... was richtig krasses gefunden. So Sachen von den Mayas. Ja, ich sehe jetzt hier auch so Bilder. Ja, aber ich habe jetzt auch einen dicken Klumpen, habe ich gefunden. Ich muss halt gucken, wie ich jetzt wieder nach Hause komme. Alter, ich sag dir, wenn ich den Klumpen nach Hause bringe, dann sind wir reich. Ja, was schön, wenn du mal überhaupt einen nach Hause bringen würdest. Nein, Manuel, ich habe mich verlaufen. Nein. Einfach ist aber mit, ne? Oh Gott, hier gab es eine Explosion. Das ist mein Geld, ne? Was wir gerade... Ja, ja, aber ich... Wo muss du ich hast denn? Nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, eine Minute. Ich bin wie immer eine Enttäuschung. Boah, das mit dem Verlaufen verstehe ich aber. Okay, dann bin ich wenigstens... Ah, Flummi hilft. Aber pass auf, ich habe auch noch mal einiges. Oh, ich komm. Kann jemand das hier aufsprengen? Manuel, ich bin hier in der Nähe. Ich bin hier hinter dem Ding. Ach da, ich sehe dich. Okay. Oh nein. Zwei Stück. Oh nein, du musst dich echt beeilen. Ja, ja, ich mach. Ich lauf jetzt. Flummi, geh zur Seite. Alter. So, das wird richtig Kohle geben. Jetzt bin ich gespannt. Von 85 auf... Oh, das wird richtig voll gemacht. Auf. 85 auf. 20 nur. Oh mein Gott, ey. Sag mal, wir waren noch... Ja! Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Das war wirklich krasser... Weil ich habe da hinten auch noch so einen Maya-Tempel oder so entdeckt. Das war voll krass. Also da gibt's irgendein Geheimnis gibt's da. So, wir bringen das jetzt... Rechts. Geradeaus. Da ist so ein Ding. Jetzt links. Ja? Links. Ja, noch weiter links? Links. Und da die Straße lang. Da müsste ein Ding sein, oder? Nee, hier kann man nur was kaufen. Ach so, okay. Wie erkennt man das denn auf der Karte? Ich denke, das ist so ein richtiges Dollar-Symbol. Ah, ja, ich sehe es. Ja, genau da lang. Ja. Straße lang, bitte. Kein Risiko eingehen. Ja, hier. Und dann links. Direkt links jetzt. Ah ja, hier ist die Haustiere, Alter. Alter, bist du schnell. Ja, ja, der hat auch ein Haustier, der Typ gerade. Und ab zum ATM. Jawohl, 112. Als ob. Ui. Guck mal hier, Alter, so eine kleine Krabbe. Da, ja, so eine Spinne hat er. Alter, eine das ist ja geil. Ja.
Ein Pinguin. Wie teuer sind die? Guck mal, der Pinguin kostet 750. Oh. Ist das teuer. Kann ich mir nicht leisten. Ist das ein Affen? Ein Affen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, komm mal her. Ja. Komm mal bitte her. Ja. Zombie, wenn du das siehst, ne, ich ruf dich an und schrei dich einfach nur an. Einmal ein Zylinder-Pet. Als ob, Junge, das ist nice. Oh, ich hätte gern einen Hund. Ja. Ich hätte gerne eine Katze. 10 Stück bitte. So Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Wobbly Life. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr Abenteuer in Wobbly Life zusammen mit Paluten und German Let's Play. Also falls ihr da Lust drauf habt, lasst gerne ein Like da. Hier sitzt noch der Team Paluten Kanal und vor allen Dingen der Kanal von German Let's Play. Schaut vorbei. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.